Hallo Leute, ich bin's, die Lu, und heute habe ich was Dänisches für euch. Natürlich habe ich es mir im Urlaub nicht nehmen lassen, auch ein Video für euch zu drehen. Ich bin in Dänemark. Ich sitze hier gerade bei Ringkøbing. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich schreibe es euch ja einmal hin. Und zu meiner Rechten ist die Nordsee. Ich zeige euch gleich noch ein paar Eindrücke von der tollen Düne, auf die ich mich hier bei bestem Wetter verzogen habe. Die Sonne geht gleich unter. Und natürlich kann ich hier nur was Dänisches verkosten. Und ich dachte erst so, ja, die Dänen haben bestimmt keinen Whisky. Und dann bin ich auf einen Whisky aufmerksam geworden, den ich tatsächlich schon öfter mal gehört habe und bei uns auch im Regal habe stehen sehen. Und zwar Stauning. Ich habe ihn hier in den Sand gestellt. Super, jetzt habe ich alles vollgekleckert. Stauning. Wir waren heute in der Distillerie. Die ist hier nämlich ganz in der Nähe. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, ist ein relativ modernes Gebäude. Man kann schön von außen durch die Glasfronten reingucken. Echt cool gemacht. Der Shop ist gut bestückt, wie ihr seht, mit T-Shirts und natürlich auch mit Whisky. Wir haben ein paar Sachen durchprobiert. Man kann auch Touren machen. Wir haben jetzt keine Tour gemacht. Wir haben ein paar Sachen durchprobiert und sie haben unter anderem mehrere Peated-Varianten. Sie haben einen Weinfassfinish, einen Moscatel-Fassfinish, ganz viele verschiedene Sachen. Und ich hätte gedacht, dass mir der Peated am besten schmeckt, aber war nicht der Fall. Wir haben uns entschieden, einen sogenannten Triple Malt, den Stauning Chaos, wie auch immer, mitzunehmen. Der hat uns am allerbesten geschmeckt. Triple Malt, weil drei verschiedene Sachen hier drin sind. Und zwar, jetzt muss ich gucken, ob es hier drauf steht. Ansonsten versuche ich es aus dem Kopf zusammenzukriegen. Steht natürlich nicht drauf. Triple Malt, weil drei verschiedene Malze drin sind oder drei verschiedene Single Malts da drin sind. Ist also eine Art Blend, würde ich jetzt sagen. Sie haben es aber Triple Malt genannt. Es ist drin ein Unpeated Rye, es ist drin ein Smoked Rye oder ein Smoked Malt und noch einer. Also es sind drei verschiedene Sachen drin. Und das Besondere oder Interessante ist, sie haben ja nicht so viel Torf. Es gibt nicht so sonderlich viel Torf in Dänemark. Deswegen trocknen sie ihr Getreide über Heidefeuer. Und smoken ist sozusagen damit. Sie machen Heidekraut da rein. Finde ich super interessant und ist mega im Geschmack durchgekommen. Und wie gesagt, also es gibt normal gesmokten, ungesmokten und in dem Chaos ist einfach alles Dreis mit drin. Und deswegen haben wir ihn auch mitgenommen, weil er am komplexesten geschmacklich war und uns dadurch am meisten gefallen hat. Am Anfang hatten sie ein ganz einfaches Flaschendesign. Das blende ich euch mal mit ein. Und dann haben sie die Flaschen ein bisschen angepasst, optisch. Und finde ich, muss ich sagen, vom Artdesign her mega. Mit dem Schwarz, dann mit dem goldenen, Grafik da drauf. Stellt übrigens die Geschichte der Brennerei dar. Ne? Weil neun Freunde irgendwie sich gedacht haben, hey, lass mal eine Distillerie machen. Und dann haben sie da eine alte Fleischerei gekauft oder was das war und habe angefangen Whisky zu brennen und inzwischen ist Stauning relativ groß. Gibt es seit 2005, also auch noch nicht so lange, ist alles relativ modern. Ha, ich habe es gefunden, hier steht es drauf. Chaos is a mashup of our single malt, smoked single malt and rye whisky. Also der normale Single Malt, der gerauchte und nochmal der Rye dazu. Yeah. Also wie gesagt, ich finde Art Design mega. Ich muss auch sagen, ich habe mich für ein T-Shirt entschieden, was ich ziemlich cool fand. Da geht es um den Curious. Das ist ein, ich glaube, das ist sogar den hier New Make Spirit. Und den verkaufen sie, damit man den in Cocktails mischen kann, zum Beispiel. Und sie experimentieren einfach super viel rum, sind super mutig und bringen das dann einfach raus, was ich an so jungen Brennereien immer zu schätzen weiß und total cool finde. Genau.
Als wir dort waren, konnten wir von außen auch reingucken und was ich sehr, sehr schön fand, dass dort gerade die Malt Machine gelaufen ist. Also man hat dort wirklich einen Grain Floor, wo das Korn drauf liegt, um zu keimen. Und du hast so eine, sieht ein bisschen aus wie von einem Traktor, wenn er das Feld umpflügt. Und das ist dort drüber gefahren, automatisiert und hat das Ganze gewendet, was ich total cool fand. Also bei Stauning bekommt keiner mehr eine Monkey Shoulder. gab auch noch ein bisschen was drumherum. Es gab ein Kaffeelikör, es gab Kaffeebohnen, es gab Lakritze mit Whisky. Die haben wir auch mitgenommen, die muss ich nachher mal probieren. Ich bin kein Fan von Lakritze, aber es scheint die dänische Nationalspeise zu sein. Ja, und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, hier am Strand zu trinken. Das Glas ist wieder einmal improvisiert, wie immer. Alternativ hätte ich nur noch den Sharing Cup zu bieten gehabt, aber ich dachte mir, probierst du wenigstens mal aus dem Glas, ne? Jetzt hier für euch frisch aufgemacht. Hat mich, glaube ich, 50 Euro, 60 Euro gekostet. Ich suche euch den Preis nochmal raus, schreibe euch den nochmal hin. Ja, Stauning Triple Malt, also blended sozusagen. Oh, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. Ist natürlich am Meer ein bisschen schwierig, aber wer meine Social Media Kanäle verfolgt, hat gesehen, dass wir hier auch schon bei Sturm und Sonnenuntergang Talisker am Strand getrunken haben. Das war auch sehr, sehr schön. Das ist natürlich nicht das professionellste Geschmackserlebnis dann, aber der Moment war einfach unglaublich toll. Also man riecht auf jeden Fall diese Getreidenote raus. Ich bin der Meinung, dass es immer der Rye so ein bisschen ist. Also für mich ist es immer so dieses Empfinden, dass ich das im Single Malt eher weniger habe. Dass es so richtig nach Korn und Getreide riecht. Das ist bei mir persönlich immer eher so der Rye, der dann wirklich da rauskommt. Und dann hat er eine sehr fruchtige Note. So helle Weintrauben oder sowas. Und dann finde ich sehr, sehr krass, wirklich diese Heidekrautnote. Das finde ich super beeindruckend, dass die so extrem rauskommt und man wirklich das Gefühl hat, man schnuppert an, man steht in so einem Heidekrautfeld. Wir waren jetzt auch in Lille Wildemoos, das ist ein Nationalpark hier in Dänemark. Und da gab es auch riesige Heidekrautlandschaften, so ein bisschen wie Lüneburger Heide. Und dort war der Geruch ähnlich. Slange. Ist total schön, der, auch wenn er sozusagen nur zu einem Drittel rauchigen Whisky drin hat, kommt der immer so wellenartig durch und der kam auch sogar zweimal durch. Das fand ich sehr, sehr schön. Man hat am Anfang dieses sehr, sehr, sehr Heidekraut-Kräutrige, diese leichte Süße, so ein bisschen Honig, sehr, sehr, also wirklich eher so dieses schwere Süßnote, nicht mehr so dieses Fruchtige. Dann so ein Spritzer Zitrone und Salz, sowas in die Säurerichtung. Und dann kommt so die erste Welle angerollt. Ich muss sagen, in der Destillerie fand ich den Geruch eher aschig. Jetzt hatte ich wirklich eher so ein wirklich warmes, knisterndes Lagerfeuer auf der Zunge. Und dann waren wir wieder so dieses Kräutrige, dieser Roggen, der auch sehr rauskam, einfach wirklich diese Getreidenote.
sehr drin. Und dann kam nochmal dieses Lagerfeuer angerollt, was total schön so von der Komplexität her ist. Also ich habe selten, oder wahrscheinlich habe ich einfach noch nicht genug Blended Malt getrunken oder Blended Whisky, sehr, sehr komplex, geschmacklich sehr, sehr viel drin. Und das ist ja aber auch genau so ein bisschen der Sinn dahinter gewesen, hinter diesem Whisky. Hat 46%, genau, 46% wird in 70cl Flaschen verkauft. Der Smoked hat 47%, glaube ich. Und ist, finde ich, also ist Batch Nummer 2 aus 2021, steht auch drauf. Direct Fire Distilled in Small Pot Stills, die habe ich auch gesehen, die sind wirklich niedlich, die kleinen Brennblasen. Dafür haben sie ganz, ganz viele dort stehen. Ich finde, der ist nicht schlecht. Die gibt es noch nicht so lange, 2015, wie lange gibt es die jetzt schon? 7 Jahre? 6 Jahre? Rechnen kann ich auch nicht mehr. 6,5 Jahre. Und dafür, ne, müssen ja recht junge Whiskys sein, sind die aber gar nicht schlecht und gut gemacht. Natürlich nicht vergleichbar jetzt mit Scotch Whisky. Aber das ist, finde ich, auch ein bisschen unfair, wenn man überlegt, ne, das ist jetzt die erste größere dänische Distillerie und die gibt es seit 6 Jahren. Und die Schotten machen das seit 200 Jahren. Das ist immer so ein bisschen, muss man dann in den Kontext setzen. Dann ist Dänemark keine Whisky-Nation, du brauchst ja auch einen Markt, der das abnimmt. Und wie gesagt, es sind auch 9 Freunde. Ne? Ich glaube nicht, dass da einer Brennmeister von gelernter ist, aber dafür haben sie echt gutes Zeug gemacht. Muss man euch mal loben. Es ist fast so ein bisschen am Anfang wie so ein mega gesüßter Tee oder so mit Kandiszucker drinne, so ein Tee von der Süße her. Und dann kippt der so ab ins sehr, ja, nicht dieses holzig bittere, sondern sehr, ja, einfach super kräutrig. Also ich glaube, Highland Park Fans könnten hier durchaus Gefallen dran finden, wenn sie etwas nicht Schottisches probieren wollen. Und was ich sehr schön finde im Vergleich zu dem zu der Smoked-Variante, die eben sehr dieses rauchige, kräutrige, aschige hatte, der ist halt sehr, er fasst es gut zusammen. Ne? Er gibt so das Geschmacksprofil der Destillerie wieder und das finde ich sehr, sehr gut. So, ich werde jetzt, ich muss noch Punkte geben, siehste, werde ich schon vergesslich. Ich gebe dem Whisky geschmacklich, ich schwanke zwischen 6 bis 7 Punkten, gebe aber aufgrund einfach des Tages, weil wir die Destillerie heute besucht haben und weil ich jetzt in so einem schönen Moment hier beim Sonnenuntergang den Whisky verkoste, gebe ich dem Whisky 7 Punkte. Preis-Leistungs-Verhältnis ist, finde ich, sehr okay dafür, dass es eine relativ junge neue Destillerie ist. Ne? Da kann man jetzt keine Dumpingpreise erwarten. Und ja, kann ich jedem empfehlen, der mal was aus einem etwas exotischeren Whiskyland probieren möchte. Ist auf jeden Fall top. Kann jedem nur empfehlen, wenn ihr den mal probieren wollt und die Chance dazu habt, zum Beispiel auf einer Messe, die ja jetzt hoffentlich bald wieder regelmäßig stattfinden, dann probiert ihn auf jeden Fall. So, ich genieße jetzt noch den Rest hier im Sonnenuntergang und wünsche euch doch einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag, Nacht, wann auch immer ihr das Video seht. Und ja, genießt den Sonnenuntergang mit mir. Slanjo!